Neues Unterwegsformat hier für YouTube und das Boot steht an der Sliprampe. Es geht in die Elbe und ich nehme dich einfach mal mit in so eine Geschichte, mal zelten in der Buhne und sowas und ein bisschen Ansitzangeln, Gummifischangeln und was ich da so erlebe. Tino ist mit dabei, Kollege, und das siehst du in den nächsten Minuten. Boot ist beladen, das hat einen richtigen Expeditionscharakter. Alles, was man so braucht, um am Fluss übernachten zu können und zu überleben. Das macht richtig Laune. Das sieht nach einem guten Strand aus hier zum Zelten. Mit den Schuhen aufpassen, mit dem Sand. Ja. Angekommen. Und schon steht das Zelt. Da ist noch nicht ein Wurf gemacht worden. Irgendwie, irgendwas. Das erste, was hier in die Elbe reinfliegt, ist ein Köderfisch. Nämlich hier an die Stromkante hier von diesem kleinen Buhnenkopf. Die fließt hier vorbei, zack, schön sandig, geht schön seicht rein und dann wirbelt es da. Und abends kommt die Zander gern mal aus Flache gezogen. Wenn da so eine Mumie wedelt, ne, an der Packung, an der Stromkante, dann findet man vielleicht einen Abnehmer. Tino isst einen Döner. Mmh, warum ist der ein Döner? Weil wir erst abends hergekommen sind und auf dem Hinweg noch einen eingesackt haben. Aber bevor ich esse, mache ich erstmal das. Es muss erstmal der Teleknüppel ausgelegt werden. Schön hier vorne an die Stromkante mit Köderfisch. Habe aber den Platz jetzt hier wegen dem Zelt ausgesucht, dass es gerade steht. Und nicht wegen Angeln. Also eine flache Sandbuhne. Könnte trotzdem sein, dass da ein Zander auftaucht. Die sind ja abends extrem am Ziehen und im trüben Wasser, warmen Wasser auch viel, viel flacher, als man oft glaubt. Und dann lege ich mal hier eine Falle aus. Sehr schön. Eine Melone haben wir aber vergessen, Tino. Aber Döner. Döner haben wir, aber ohne Melone fange ich hier nichts wahrscheinlich. Aber ich lege ihn aus und ihr werdet erfahren, was hier noch passiert. Yes! Ich glaube, ich habe einen Biss. Ich nehme jetzt mal den Pieper raus. Hohohoho. Das ist... Die Schnur läuft. Auf jeden Fall. Ist das geil, auf die kleine Blötze. Warte ich aber nicht lang. Kescher ist im Boot. Den hole ich noch. Kescher hole ich noch. Das ist wichtig. Oder was? Alter, ich fass es nicht. Ich fass nicht, was das für ein Fisch ist. Hier ist der Köfi.
passt gar nicht in die Kelle rein. Ne? Ich lasse ihn hier atmen. Eine absolute Granate. Und das auf dem Köfi mit der Ollentälerroute. Unterschätzt manchmal, oder? Alter! Alter! Auf den Teleknüppel mit dem Köfi. Ein absolutes Endbrett. Batsch! Unbelievable! Fett! Okay, alles klar. Lass mal versorgen. Ist das ein Fisch, ey? Nicht dein Ernst. Ist der etwa 95? Ja. Ja. 95 Zentimeter das Ding. 95 auf. Kleines rotes Auge an der Stromkante. 95 cm Köderfischzander. Ist das einfach krass. Also das sind Momente fürs Leben. Ich lasse ihn laufen. Ehrfurcht. Das Einzige, was mir einfällt. Und das Zweite, was mir einfällt, ist, dass die alten Teleknüppel auch so einen Fisch aushalten. Schönen guten Morgen. Ich bin schön zerknittert. Aber der Blick auf die Elbe morgens. Putzen, was trinken, Spinnrute satteln und ab auf den nächsten Buhn. Von Füßen drauf gelummert. Geht doch gleich super weiter hier. Diesmal mit Gummifisch auf der Spinnrute. Klassisch getockt. Das Zelt steht noch hier unten, ist noch gar nicht weit. Zwei Buhnen nach dem Zelt. Ach, ist das herrlich. Boing. Da brauche ich die Hakenlösezange. Aber da wäre doch eigentlich was für einen Gaskocher nachher. Dass wir uns den machen auf der Buhne, oder? Nächste drauf, nächste Buhne. Das läuft wie ein Länderspiel, ey, das gibt's doch alles gar nicht. Dabei bin ich noch so zermatscht von der Nacht, weil ich schlecht geschlafen habe. Es ist zu geil einfach. Läuft. Auch der hat sich wieder. Den Turtle reingezogen. Ups. Ist einfach. Beißen hier vorn. Kann das ja mal zeigen. Kommt die Strömung rüber, dreht hier draußen rum und zieht hier zurück. Und davon, wo das so ein bisschen aufeinander sich auftrifft, am Packungsfuß. Busch. Also immer schön ranangeln, auch wenn es gefährlich ist mit den Steinen. Ein kleiner Zander.
die Brut von diesem Jahr. Ist ja der Wahnsinn, ne? So weit sind die schon. Der hat es aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft. Wieder an Bord, alles verstaut und kein Gramm Müll zurückgelassen. Aber doch ein gutes Gefühl, wenn man wegfährt. Jetzt geht's irgendwo hin, wo es uns gefällt. Zum Bootsangeln, vielleicht ein bisschen Uferangeln wieder. Dann abends wird das Zelt wieder aufgeschlagen, der Zander gebraten, Ansitzruten reingeworfen und so weiter. In diesem Sinne, wenn dir das hier gefällt, diese Clips auch hier von diesem Unterwegsformat, die sich ja deutlich unterscheiden von den sonstigen Filmen, die wir mit Maxi hier machen, lass mal ein Abo da. Köder, Informationen zum Zander-Coaching, was es mit mir auch gibt und dem Team, auch alles unter dem Video verlinkt. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder und wir brettern jetzt hier erstmal die Elbe hoch, wa? Jo! Oh yes! Mit dem Boot jetzt hier geankert, vor der Buhne. Du siehst hier da den Kopf und da geht die Strömung. Die bricht hier, ne? So, und von dem aktiven Hauptstromwasser zum passiven Innenwasser, der dort auf das Dreieck drauf fischst. Da reichen die ersten drei Aufsetzer manchmal. Usch. Nahkampf ist das immer beim Zander. Die sind nicht weit weg vom Ufer. Das ist so krass. Wenn ich vom Land aus angel, angel ich ja bis ran, krieg dort die Bisse. Und wenn ich vom Boot angel, schmeiße ich direkt ran. Und das ist einfach zu geil. Aber es ist vom Land aus tatsächlich präziser, von ran zu fischen. Ja, als vom Boot. Auf dem Boot ist es halt komfortabler. Ist einfach geil. Spotwechsel, mega schnell gemacht. Hast alles dabei. Das Altherrenangeln quasi vom Boot. Oh, der bockt. Der steht da unten, ey. Kommt nicht hoch, ey. Ich glaub's nicht, ey. Okay. So wie dazu. Wir werden bestimmt noch mehr fangen. Jetzt können wir hier nicht alles zeigen. Einfach nur die Stimmung, wie geil das ist, die Köpfe anzuwerfen und diese ultra harten Bisse zu kassieren, ey. Hallo! Petri, Tino. Petri. Ist das so geil? Jetzt will ich es wissen. 6-0er Greifer und Mega-Kauli. Ich würde sagen, Turtelgrün. 16 cm. Das ist was. Das ist richtige Schlappen. Und wer glaubt, dass man zu der Zeit sich dem Brutfisch anpassen sollte und so, die Erfahrung habe ich nicht. Wenn der Zander an die Beute rankommt, du nah genug und langsam genug dran vorbeifischst, dann haut er alles um. Vom kleinen Köder bis zum größeren. Mega Kauli und deinem Tino. Zugelegt, also richtig heftig, aber lässt sich trotzdem noch kontrolliert angeln. Ein bisschen mehr Konzentration, Bisse kommen durch. Alter Schwede. Wo hat er gebissen? Draußen an der Stromkante. Jetzt ist die Buhne. Hat aber hier drüben gebissen. Also nicht immer im Nahbereich stehen sie, aber auch oft. Zander Nummer 9 liegt im Netz und auf diesem Mega-Kauli. 16 cm. Hat er sich reingezogen und zwar
genau hier. Strömung kommt runter, aber hier vom Prallwasser hinten drückt die hier rüber. Ich habe den Köder mitgehen lassen und dann bumm, davon. Die anderen Fische haben wir nicht gezeigt. Einfach zu langsam ist der Film. Gleich wird aufgebaut, Zelt. Und dann wird Filet gebraten. Zelt steht. Das ist der Ausblick. Und da kommen die Ansitzrouten rein wieder gleich. Mehr geht nicht. Ich lege gerade die Köfis aus. Schöne Uckels gestippt. Und die Rute geht gerade los. Zumindest hat es gerade abgewickelt. Aber es kann auch Strömung gewesen sein. Auf jeden Fall hier mit Einzelhakenmontage steht der alte Teleknüppel wieder bereit, um wieder großes Knarzen zu vollbringen. Was da los ist, gibt's da gar nicht. Das ist die Schöpfkelle. Jawohl, Fisch. Alter. Da schaffe ich es gar nicht, die Ruten auszulegen komplett. Ist da schon wieder hier alles zu spät. Na, oh, schöner Schwall. Uiuiui, das ist schon wieder so ein Ding. Oh, uiuiui. Oh, nee, ey. Also manchmal. Alter. Es ist unfassbar. Was ist denn mit mir nicht in Ordnung? Den Köfi weggerußt. Da hängt das Ding. Also, geiler geht's doch nicht, ne? Also. War doch ein Biss. Oh Gott. Ist das geil, ey. Ich fass es nicht. Brauche ich eigentlich die anderen Ruten gar nicht mehr reinwerfen. So. Das ist ja völlig. Ist, Ziel ist schon erreicht, jetzt will ich ein Meer. Naja, jetzt habe ich es ja immer fertig hier. Ukeleis habe ich vorhin noch gestippt, das habe ich jetzt nicht gefilmt noch. Ja, das war einfach bloß hier vorne, hier rauf und unten. Abgelegt. Das sind doch die Momente, für die man als Angler lebt. Hier zu sitzen in der Stille des Flusses, die Ansitzruten drin und gerade einen Zander damit noch gefangen. Hier das Wassertaxi. Da oben das Hotel. Mehr geht nicht. Der Smut hier kümmert sich ums Abendessen jetzt. In diesem Sinne, wenn dir das hier gefällt, lasst gerne ein Abo da, damit ihr kein Video verpasst und läutet die Glocke. Bis zum nächsten Mal.